Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Ja, keine Sorge. Richtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Okay, als erstes werde ich es mal offensiv mit dem Ausschalt, also mit dem Unterbrecher probieren. Dieser Raum wird dein Grab sein. So, Unterbrecher. So. Wo hast du? Und, nawohl, so, sehr schön. Das hat er verdient. Wir hatten, ach, die Stromdinger hatten wir auch noch, genau. So, dann haben wir die Dinger hier. Hoffen wir, dass er hier demnächst vorbeikommt. Ich sehe, versuchst du meine Waffen gegen mich einzusetzen. Du glaubst, ich lasse das einfach zu. Na, ich werde das nicht ein zweites Mal probieren, keine Sorge. Kommt, der guckt mir zu sehr auf den Boden. Ah, sehr schön, so. Steht er da günstig? Ja, sehr schön. Und wieder mitten auf den Helm. So, da werde ich schon noch einen Riss erzeugen. Okay. Dann als nächstes werde ich das hier hinten probieren. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, ist er das letzte Mal von der anderen Seite dran gegangen. Das heißt, ich werde lieber von der anderen Seite drauf sprühen. Der scheint mich irgendwie tatsächlich aufgrund der Wärmesignaturen orten können. Ich sehe dich. Ups, schnell weg da. Uiuiui. Das wirst du mir büßen. Nein, es war zu weit. Och nö. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Er ist zu gefährlich. Uiuiui. Nicht die Eckdeckung machen. Oh Gott, das war in letzter Sekunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist mir eindeutig zu actionreich. So, hier wird er mir hinherfallen. Ah, er hat jetzt diese Schächte auf dem Boden vereist. Du kannst dich nicht verstecken. Ja, ich habe ich auch gar nicht so genau vor. Verschwinde, nach mich. Ach so, jetzt kann ich jetzt draufschlagen. Jetzt ist aber auch das vereist, okay. So, und jetzt wird er mir versuchen, hier hinterher zu laufen. Und auch das werde ich jetzt zu meinem Vorteil nutzen. Du Komm schon. Willst Magneten gegen mich einsetzen? Daraus wird nichts. Sicher? Noch ein bisschen weiter. Hier ist Wärmesignatur. Hallo, Freeze. Du kannst dich nirgends verstecken, Batman. Ja, brauche ich auch nicht. Ich bin offensiv, mein Freund. Noch einen Schlag muss ich landen. Den kann ich jetzt vom Himmel aus landen. Und sonst fällt mir da eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel anderes zu ein. Ich kann meine Taktik anpassen. Du auch? Nein, das habe ich bis jetzt auch noch gar nicht unter Beweis gestellt, mein Freund. So. Den Seilwerfer. Was? Dieses Geräusch? Dieses Geräusch haben wir das erste Mal. Oh, schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht! Wow! Oh, Gott sei Dank. Ich war mir fast sicher, dass ich jetzt meinen Angriff abbreche. Aber das sollte reichen. Jawohl. Oh, ich muss selber schlagen. Sehr schön. WTF! Bitte, finde Nora. Sie ist alles, was ich habe. Erstmal versuche ich, mein Leben selbst zu retten. Es ist aus. Mehr konnte ich davon nicht herstellen. Harley Quinn hat es gestohlen. Worauf wartest du dann noch? Geh und hol es zurück. Der Clown muss für das, was er getan hat, bezahlen. So einfach ist es nicht. Joker hat das Stahlwerk abriegeln lassen. Die
hineinzukommen, wird nicht einfach sein. Man sieht schon wieder sein Gesicht im Schäden. Ich habe an einem neuen Projektiltyp gearbeitet. Vielleicht verschaffen sie dir ja den nötigen Vorteil. Ich verspreche es dir, Victor. Ich werde Nora finden. Okay, sehr schön. Ein Frostgeschoss. Oh ja, und Batman ist mitgenommen. Man kann sagen, was man möchte. Der Umhang hat ein paar Risse noch zusätzlich abgekriegt. Oh ja, das hat sich deutlich verschlimmert alles. Auch sein Gesicht hat was mitgenommen. Oh oh. Okay. Gut, dann gehen wir hier wieder raus und fangen an, das Stahlwerk zu infiltrieren. Der Ausgang. Oh. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Okay. Ich wollte das jetzt aussprengen, das geht nicht. Ja, gut. Ich bin ahnungslos. Schnappe ich mir erstmal die Rille. Ach verdammt, das da hinten ist so ein Überladungsteil. Das kann ich nicht mit meinem kryptografischen Sequenzer machen. Gut. Wie komme ich jetzt hier raus? Da hat sie sich doch was gesprengt, die Harley Quinn. Genau, hier. Benutze den Freeschuss, um defekte Dampfleitungen zu... So vielseitig. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier die offenbar Leichenkammer. Moratorium. Und hier hört man irgendwas. Aber egal. Okay, dann geht's wohl hier lang. Und da könnte ich vermutlich raus, aber bevor ich das tue, schaue ich mich kurz um. Ich habe... ein Telefon. Kann ich aber nicht abhören, schade. Ich habe übrigens auch... Warte mal, hier war's. Ganz kurz. Da leuchtet ganz kurz was auf, manchmal, je nachdem, wie ich dran stehe. Na, da war es schon wieder. Nur klettern stand da, okay. Lassen wir das. Und ich habe auch nochmal den Riddler aufgesucht, damit wir die Riddler-Rätsel gestellt bekommen und die auch mal lösen können. Aber hier waren offenbar keine. Da, welche Aquatenfamilie hat ihr Leben so verzockt und schlägt jetzt nur noch seit... Ach, zu spät. Okay. Tiger vermutlich. Mein Gott, unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Mail wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Oh oh, ich glaube, wir sollten sie retten. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday, Mayday. Wenn uns jemand hören kann, wir... Ja, dann flieg nicht weg, lande. Mädel, Mädel, Mädel. Och, nö. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe. Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen... Was zum Teufel war das? Oh Gott, überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen... Ja, ich glaube, wir kümmern uns mal um die. Bitte, wenn ihr uns hört, schickt... Wo ist denn der Absturz? Da ist der, okay. Ist schon noch markiert, sehr schön. Da oben ist auch ein schönes Batman-Symbol. Wow, das werde ich nicht offensiv angehen. Freu dich nicht zu früh. Joker flippt aus, wenn du das versaust. Wovon redest du? Als ob ich es nicht schaffen würde, dieser nervigen Reporterin in den Schädel zu ballern. Du wirst erstmal gar nichts mehr schaffen. Und auch du wirst nichts mehr schaffen. Da hinten steht einer, der ist mein nächstes Ziel. Offenbar sind die Scharfschützen, die den Bereich von Südosten her gesichert haben, verschwunden. Vom Dach des Kirchengebäudes hört man nichts mehr. Entweder wurden sie alle abgezogen oder ausgeschaltet. Wer hat das denn jetzt gesagt? Ich muss Vicki Vale retten. Sie stirbt, wenn ich sie zurücklasse. Er ist hier! Hier spricht Vicki Vale! Ich wiederhole, hier spricht Vicki Vale! Helft mir! Bitte! Hilfe! So, du bist auch weg.
wo sind noch mehr von den verräterischen Spuren? Zu mir, ich hab ihn. Oh. Na, du bist kein Scharfschütze, du bist mir egal. Jetzt über uns. Ich war schon immer über euch, meine Freunde. Da hinten. Auf der anderen Seite, natürlich. Mache ich das über einen kleinen Umweg, dass ich von der Seite komme. So, jetzt kann ich zur Seite. Dann dürften mich nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen! Streng dich an. Joker will die Reporterin töten. Ja, okay, ich versuch's. Ich hab ein Doppelausschuss. Ein Schussfeld! Zeig einfach mit der Knarre auf die Stelle, wo sie war. Früher oder später wird sie dir ihr hübsche. Natürlich. Aber nicht zu euch beiden. Ihr werdet nicht ihr Gesicht sehen. An den Dini Towers wird nicht mehr geschossen. Ich kann auf dem Wohnhaus auch keine Scharfschützen mehr sehen. Hier spricht Vicky Vale. Ich berichte live von den Zuständen in Arkhams. Oh. Ja, das Level haben wir uns. Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Gotham erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nein. Hier bleiben und leise sein. So redet man doch nicht mit so einer netten Reporterin, Bats. Was willst du? Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine, sie hatte gerade erst einen schrecklichen Unfall. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was, egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbeschadet zu mir zurückkommen. Wenn du ein braver Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen, aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung, nicht wahr? Verdammt. Nun, Gotham, wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Sehr schön, Vicky, dann kümmern wir uns erst einmal um uns. Wir hatten irgendwo neue Ausrüstungssachen. Freezer-Mine mit Annäherungszünder. Was ist das denn? Gegnerische Waffen. Oh, sehr schön. Ich glaube, das hole ich mir. Ja, doch, das hole ich mir. Dass ich normale Waffen unterbrechen kann, weil ich habe ja etwas gegen Waffen. Ich boxe mich ja lieber. Sehr schön. Ich wurde soeben von Batman gerettet. Er hat mich davor bewahrt, dass Jokers Scharfschützen meinem Leben ein Ende bereiten. Aber gerne, Vicky. Wie konnten Jokers Leute in einem Hochsicherheitsgefängnis in den Besitz von Scharfschützengewehren gelangen? Das ist eine Frage, die ich Professor Strange stellen werde, falls ich je hier rauskomme. Ja, das ist eine gute Ansage. Okay, neue Nebenmission auch noch, Herr Jem. Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun. Mr. Fox hat genug davon hergestellt, um sie zu heilen. Er arbeitet bereits an einer größeren... Ah, okay. Ob ist das so wichtig? Tiger! Oh Gott, so viele Nebenmissionen. Hauptquest. Ja, ich glaube, es ist wichtig, mir erstmal das zu holen. Was ist das hier? Ich habe es geschafft. Noras Spur bis in die... Ah, okay. Ja, ja. Danke. Oh Gott, so viele Sachen. Ja, dann holen wir uns erstmal das Heilmittel. Ich denke, das ist gar nicht Gute so falsch. Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass da noch mehr dahinter steckt. Aber sicher ist sicher. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt nur rauskommen wird, dass mir das Heilmittel nicht hilft. Ah, super. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und noch ein Rätsel. Ziel markiert. Ich wiederhole, wir wollten Batman lokalisieren. Verdammt, zu langsam. Na, verdammt. Jawohl. Okay, den habe ich getroffen. Muster erkennen. Da, 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 da. Okay. Da. So, sehr schön. Okay, Muster wieder. Von rechts nach links einfach nur. Und dann, okay, der. Und dann ganz am Ende der da. Okay. Rechts. Oh je! Nein! Oh Gott. Egal, ich habe zumindest nicht den falschen getroffen. Sehr schön.
Jetzt dann noch zwei Brüche. Aus den Augen verloren. Wiederhole, Zielperson okay. Verschwunden. Zuerst der linke und dann der rechte. Ah, verdammt. Ah ja, ist schon wieder zu früh. Das darf doch nicht wahr sein. So, und jetzt. So, und jetzt halt noch der übrig. So, einfach. Gut, ja, Heilmittel, Lucus Tus, keine Zeit für Spielchen. Ah, ein Telefon. Okay, das machen wir natürlich, aber bevor wir dahin laufen, beende ich diese Folge und wir widmen uns dem Telefon als nächstes und danach weiter der Nebenmission. Also, ciao, bis dann.